Liebe Isenburgerinnen, liebe Isenburger, heute möchten wir uns ganz herzlich bedanken. Wir möchten Danke sagen für Ihre Unterstützung der CDU hier in Neu-Isenburg bei der Kommunalwahl. Sie sehen hier oben die Wahlergebnisse. Die CDU ist mit deutlichem Abstand stärkste Partei geworden aufgrund des Vertrauens der Isenburger Bürger, die mit 32,5% die CDU als stärkste Partei gewählt haben. Hierfür sagen wir herzlichen Dank. Das ist Verpflichtung für uns. Wir haben zwar auch leider verloren, aber der Bundestrend war wirklich schwierig für uns. Wir werden alles daran setzen, Ihr Vertrauen zu rechtfertigen und unser Bestmöglichstes für die Stadt Neu-Isenburg zu tun. Der Wahlkampf war völlig anders als sonst, wie man ihn kennt. Durch Corona gab es so gut wie keine persönlichen Kontakte. Es hat sich alles verändert. Es hat sich auch viel ins Netz, in die sozialen Medien verlagert. Manch einer hat sich davon auch schon gestört gefühlt. Es war sicherlich recht viel, was man da in aller Regelmäßigkeit von allen möglichen Parteien bekommen hat. Hierfür bitten wir auch wir ganz persönlich um Entschuldigung. Da werden wir auch Erfahrungen draus sammeln. Aber wir wollen natürlich auch versuchen, Sie, die Wählerinnen und Wähler, bestmöglich zu informieren über unsere Ziele und Kandidaten. Und ja, nochmal, einfach unser ganz, ganz großes Dankeschön für die Unterstützung. Die Frage, die mir immer wieder gestellt wird, wie geht es denn jetzt weiter? Die CDU wird nun in den nächsten Tagen mit den Parteien Gespräche führen, mit dem großen Ziel, eine klare, stabile Mehrheit in Neu-Isenburg zu erreichen. Es geht darum, dass die vielen großen Projekte, die in Neu-Isenburg anstehen, die wir vor uns haben, in die Umsetzung kommen, und dafür brauchen wir stabile Verhältnisse. Dafür tritt die CDU ein, darum werden wir uns bemühen. Es werden zunächst erstmal Gespräche geführt mit den bisherigen Koalitionspartnern von Freien Wählern und Grünen, mit denen wir hervorragend zusammengearbeitet haben und mit denen wir natürlich sprechen werden. Aber auch werden wir Gespräche führen mit der FDP und auch mit der SPD. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, Mehrheiten zu bilden. Wir sind dann gespannt, wir sind gesprächsoffen und werden mit diesen Parteien Gespräche führen. Schauen wir, was bei rauskommt. Auf jeden Fall geht es, stabile Mehrheiten für Neu-Isenburg zu finden. Ganz nach dem Motto, mit dem wir in den Wahlkampf gezogen sind, gemeinsam für Neu-Isenburg. Liebe Isenburgerinnen und Isenburger, liebe Wählerinnen und Wähler, als Spitzenkandidatin der CDU Neu-Isenburg möchte ich mich im Namen aller Kandidaten bei Ihnen für Ihr Vertrauen bedanken. 15 engagierte Männer und Frauen sind in das Stadtparlament gewählt worden. Sie haben entschieden, durch Kumulieren und Panaschieren, wer von uns in der nächsten Stadtverordnetenversammlung vertreten sein wird. Dafür bedanken wir uns bei Ihnen und werden Ihr Vertrauen nicht enttäuschen. Wichtig ist mir, auch all jene anzusprechen, die unsere Kandidaten dieses Mal nicht gewählt haben oder vielleicht sogar gar nicht zur Wahl gegangen sind. Ich lade Sie herzlich ein, unsere Arbeit in den nächsten 5 Jahren kritisch und konstruktiv zu beobachten und uns gerne Ihr Feedback zu geben, damit Sie uns hoffentlich bei der nächsten Kommunalwahl Ihr Vertrauen geben können. Für uns hier vor Ort war es ein sehr schwieriger Wahlkampf. Nicht nur, dass wir durch die Pandemie nicht die Gelegenheit hatten, mit Ihnen persönlich ins Gespräch zu kommen. Nein, die letzten Wochen gab es auch leider viel Rückenwind durch unschöne Ereignisse in unserer Partei. Ich möchte ausdrücklich betonen, dass ich die Isenburger Kandidatinnen und Kandidaten von solchen unmoralischen Aktivitäten mehr als distanzieren. Für uns als ehrenamtlich engagierte Kommunalpolitiker vor Ort ist es eine frustrierende Situation, wenn unsere engagierte und wirklich mit Herzblut geführte Arbeit vor Ort durch solche Ereignisse außerhalb Neu-Isenburgs, des Kreises, überschattet werden. Und wir hoffen sehr, dass wir uns in Zukunft wieder auf unsere Arbeit vor Ort konzentrieren können und uns nicht mit solchen negativen Einflüssen belasten müssen. Ja, liebe Isenburgerinnen, liebe Isenburger, Isenburger Fragen wird weitergeführt. Sehr gerne, das Format, was sehr beliebt ist, jetzt über ein Jahr läuft. Gerne können Sie weiter Fragen und Anregungen einreichen. Wir werden das sehr bald wieder beantworten. Also sehr gerne nutzen Sie das Format. Schreiben Sie uns unter www.isenburger-fragen.de. Meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, wenn wir uns alle hoffentlich bald wieder persönlich begegnen können, austauschen können und gemeinsam zum Wohle Neu-Isenburgs gestalten und anpacken können.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund und uns wohlgesonnen. Vielen Dank.